Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Dampfabenteuer hier in TS Classic. Wir sind mit der 41 schon unterwegs von The Forge. Habe ich im letzten Dampfvideo schon gesagt, dass ich damit fahren will, weil das sah ganz interessant aus. Ich habe jetzt knapp 3, 4 Stunden mit der Lok verbracht, um die jetzt irgendwie richtig hinzukriegen, dass es sie eigenermaßen anständig fahren kann. Im realistischen Modus. Und meine Challenge ist jetzt, runter singen mit diesem Güterzug nach Immendingen zu fahren. Da hat es eine ganz schön anständige Steigung. Ich hoffe, ich komme da hoch. Das ist jetzt, glaube ich, Versuch Nummer 3. Und Doppeltraktion wollte ich jetzt nicht fahren, weil ich will euch den Sound von der Lok Solo jetzt erstmal zeigen, ohne dass es sich überlappt. Zuerst wollte ich eigentlich mit einem langen Rheingold hier rauffahren. Bin ich dann stehen geblieben, war auch ein bisschen zu schwer für die Lok. Jetzt bin ich mal hier auf diesen Güterzug hier umgewechselt. Sollte auch eine Challenge sein. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Wir müssen die Lok jetzt hier noch abfahrbereit machen. Bevor wir das tun, zeige ich euch die Lok mal hier im Detail. Schaut euch mal an, wie schön die detailliert ist. Wunderschönes Triebwerk. Einfach genial. Generell vom Modell. Richtig, richtig schön. Gibt es momentan für 10 Pfund. Wenn ich dran denke, da tue ich es in die Videobeschreibung rein. Hammer Lok. VMAX 90. Ich glaube nicht, dass wir das erreicht werden, aber mal schauen. Das ist unser Führerstand. Ziemlich nice. Und in der Ansicht bleiben wir ganz kurz. Ich schaue mal, dass hier Advanced an ist. Ich mache den Heizer mit an. Das mache ich nicht selber. Und damit wir hier abfahrbereit werden, müssen wir hier erstmal abölen. Das läuft weitestgehend automatisiert. Bei Kollege Bremse. Wenn wir hier den Schlüssel drehen. Dann Luftpumpe an. Sie arbeitet. Das gleiche, wir brauchen die Lichtmaschine. So. Widerstandsleuchte machen wir mal kurz an. Triebwerksleuchte machen wir mal an. Eine eigene für den Wasserstand, okay. Und Signalleuchten. Gut, jetzt ist hier alles an. Jetzt draußen gucken, Lichter passen. Perfekt. Als nächstes müssen wir hier den Zylinder vorheizen. Gehen da mal auf 23%. Zylinderhähne öffnen. Und werden mal ein bisschen Druck geben. Auf den Schieberkasten. So, Druck kommt. Wir schauen mal auf den Überhitzer. Der kommt. So, dann machen wir noch mal die andere Seite. Das passt. Überhitzer. Zylinder erfolgreich vorgewärmt. Sehr geil. Können wir das wieder lassen? Okay, dich stelle ich schon mal ein bisschen nach vorne ein. Perfekt. Und testen wir jetzt noch ganz kurz die Bremse. Ja, die erste Fahrt, wo ich das Ding als Advanced fahre, nicht im Kindermodus. Jetzt mit Schaden und allem. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, sehr gut. Gut. So soll das. Okay, ich glaube, wir sind soweit abfahrbereit. Oh, ich denke, das sollte passen. Last but not least, Wurfbremse lösen. Da muss man echt aufpassen, bei dem gibt es keine Rückmeldung. Es kann dann sein, dass man da angezogen fährt oder nicht. Man sieht es auch im GUI nicht, ob es jetzt drin ist oder nicht, aber jetzt soll es passen.
Okay. Liebe Leute, wünsche ich mir Glück. Auf das wird was. Diese Riesensteigung da hochzukommen. Ich werde jetzt dann hier gleich mal einen kleinen Rolltest machen, um zu schauen, ob die jetzt auch wirklich gelöst ist. Geht so. Sie rollt schon mal gut weg. Fühlt sich nicht so an, als wäre die Bremse drin. Okay, wir lassen mal kurz rollen. Ja, geht runter. Passt. Sieht gut aus. Ich tue mal die Bremse anlegen. Ja, geht runter. Wieder lösen. Passt. Ist effektiv gelöst. Wir geben Gas. So, ja. Während der Fahrt werde ich euch mal ein bisschen was erzählen über die Strecke, über die Lok und so. Damit es nicht ganz so langweilig wird für euch. Wollt ihr auch was lernen. Und ich konzentriere mich mal aufs Fahren und Zukunftsbravura. Erzählt euch mal ein bisschen was.
So, dann Zukunftsbarbura hier. Wir gehen jetzt erstmal auf das Produkt an sich ein von The Forge Simulation. Das ist deren zweite Veröffentlichung von dem BR1 Recro Pack. Gibt es in mehreren Varianten die Lokomotive sowie verbesserte Skripte und Funktionen. Wir haben den T32 Ständer und den T34 Ständer. Inklusive halt ein paar Güterwagen und zwei Szenarien für die Berlin-Leipzig-Strecke von Aerosoft. Das Ganze ist momentan ein Legacy-Pack von der Niklas L. Legacy-Reihe, deren Originalprodukte aus dem Jahr 2019. Und deswegen sind die auch momentan so günstig, in dem Fall 9 Pfund zum Stand von dem Video. Sie wollen das Paket aktualisieren auf den aktuellen Qualitätsstandard, den sie mit den neuen Produkten haben. Und bis sie das aktualisiert haben, bleibt es bei dem günstigen Preis. Und wenn das neue Paket fertig ist, ist das Legacy-Paket dann nicht mehr verfügbar und nur noch das neue zum neuen Preis. Wenn ihr das aber jetzt schon kauft, dann bekommt ihr dann entsprechend kostenlos das Upgrade auf die, denke ich mal, überarbeitete Version. Also, ich meine, für 10 Pfund macht man da eigentlich jetzt keinen Fehler. Die Lok klingt gut, sie fährt sie sehr gut. Simulation ist gut umgesetzt, bin zufrieden. Das Einzige, mit dem ich nicht zufrieden bin, das sind die Güterwagen. Die sehen zwar gut aus, haben theoretisch einen angenehmen Rollsound, aber die haben momentan einen Soundbug. Also gerade wenn die stehen, dann hörst du die ganze Zeit die Kupplungen pro am rumknattern. Das ist unglaublich penetrant, echt nicht schön, vor allem wenn du mehrere von diesen Wagen hast. Da lieber die Wagen mit anderen austauschen. Und damit erstmal fahren, und ich hoffe mal in der finalen Version ist das dann gefixt. Okay, was ist alles im Paket mit dabei? Wir haben den Support für Englisch und Deutsch, das gilt fürs Handbuch und auch für den Heizer. Wenn er seine Sprachausgabe macht oder Textausgabe, eins von beiden, dann eben die 41 Recro in mehreren Varianten, inklusive der konservierten Version und so viele Verzierungen auf dem Nummernschild. Und die Kesselwagen vom Typ Z mit dabei, UCS-Kesselwagen. Alle Wagen sind in der GR-Lackierung und sie sind halt mit realistischen Sounds vom Train Team Berlin, aber halt ein bisschen buggy. Und hat die zwei Szenarien. Kommen wir mal zu den Features von der Lok an sich, wie sie es beschreiben. Also einerseits, wir haben die wunderschönen Sounds aufgenommen von EG Media, speziell für die 41 Recro. Da gibt es dann später das Update. Wir haben einen fortgeschrittenen, den komplexen Modus und den einfachen Modus, wenn das auch jemand selber noch fahren. Aber halt die ganzen Feinheiten jetzt nicht wirklich beachten. Ihr könnt die Lok über eine Config-Datei anpassen für erweiterte Funktionen. Ihr könnt auch die Sprachausgabe im Heizer anpassen oder abstellen, wenn ihr das nicht wollt, dass er euch das nächste Signal ansagt, wenn er sieht, sprich langsame Fortfahrt, Halterbahn und so weiter. Wie das klingt, wenn man dann später kurz vor Ende der Fahrt kommt. Und was haben wir noch mit dabei? Wir haben simulierte Sand, also begrenzte Sandvorrat ist simuliert in der erweiterten Version. Wir haben GZB, wir haben GSMA, wenn man möchte. Die Trofimo Druckausgleichventil ist auch mit simuliert, also auch optional, muss man nicht nutzen. Es wäre eine Pfeifenkommunikation mit anderen 41ern möglich in der erweiterten Version. Wie das im Detail funktioniert, kann ich euch nicht sagen, habe es nicht ausprobiert. Dann haben wir Fehler- und Störungsmeldesystem, wir haben ein Schadens- und Reparatursystem, wenn ihr die Lok kaputt macht. Wir haben die Rückfahrsperre, wir haben eben das komplett neuen Heizer. Optionale audiovisuelle Heizermeldungen bei herannahenden Signalen, wie ich schon erwähnt habe. Ich meine, das ist der allererste sprechende Heizer im Train Simulator überhaupt. Dynamische Einspritzdüsen, Schauglaswasserdynamisch, funktionierende Rauchkammer mit modellierten Innenraum. Jetzt im Nachhinein habe ich ganz vergessen, das zu zeigen, aber ja, das ist vorhanden. Und eben die optionalen Ausschüttungen für die Nummernschilder und die Puffer. Das ist soweit der Funktionsumfang von diesem Pack für 10 Pfund aktuell.
Okay, kommen wir mal zum Original von der Dummerie. Also, die DR Power 41, auch als Kade bekannt, war eine recht bedeutende Güterzug-Lokomotive, die zwischen 1937 und 1941 von der Deutschen Reichsbahngesellschaft entwickelt wurde. Die Baureihe spielte entsprechend eine zentrale Rolle in der deutschen Eisenbahngeschichte, insbesondere während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Deutsche Reichsbahn suchte 1934 nach einer leistungsstarken Güterzug-Lokomotive. Der von der Berliner Maschinenbau AG, BM AG, vorgestellte Entwurf einer 1D1H2 Lokomotive setzte sich gegen andere Vorschläge durch. Die Konstruktion bot eine bessere Lastverteilung und höhere Leistungsparameter als die zuvor verwendeten 1D-Maschinen. Im Januar 1937 wurden die ersten beiden Prototypen 41001 und 41002 geliefert und entsprechend sofort getestet. Die Prototypen haben sofort überzeugt in der Laufhöhe, Leistungsfähigkeit und vor allem im außergewöhnlichen Beschleunigungsvermögen. Aufgrund des positiven Testergebnisses begann die Serieproduktion im Oktober 1938. Bis 1941 wurden insgesamt 366 Lokomotiven von dieser Baureihe gebaut. Zum Technischen. Die Baureihe 41 war mit einem 2-Zylinder-Heißdampftriebwerk ausgestattet, das eine Leistung von 1397 kW hatte, bzw. 1899 IS. Höchstgeschwindigkeit war 90 km/h vorwärts und 50-80 km/h rückwärts. Der Kessel hatte einen Überdruck von 20 bar, musste jedoch später aufgrund von Materialproblemen auf 16 bar reduziert werden. Die Achsfahrmasse konnte flexibel zwischen 18 und 20 Tonnen eingestellt werden, wurde doch meistens auf 18 Tonnen festgelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieben 220 Lokomotiven bei der Deutschen Bundesbahn und 124 bei der Deutschen Reichsbahn in der DDR. Die Deutsche Bahn führte zwischen 1957 und 1961 umfangreiche Umbauten durch. Dabei erhielten 102 Lokomotiven neue vollständige geschweißte Verbrennungskammerkessel, die eine erhöhte Dampfleistung ermöglichten. Zudem sind 40 Lokomotiven auf Ölfeuerung umgestellt worden. Die Maßnahmen verlängerten die Betriebszeit der Baureihe erheblich, jedoch wurden die letzten Exemplare 1977 ausgemustert, was eigentlich eine ganz gute Betriebszeit ist für so eine Dampflok. Die Deutsche Reichsbahn in der DDR hat dann ebenfalls Umbauten durchgeführt. Das sind 80 Lokomotiven zwischen 1959 und 1960 mit neuen Kesseln und technischen Verbesserungen versehen worden. Die Regolokomotiven blieben da bis 1987-88 im Einsatz. Von den ursprünglich 366 gebauten Lokomotiven sind einige bis heute erhalten geblieben und werden entsprechend bei Eisenbahnfreunden und Museen gepflegt. Beispiel hierfür wäre zum Beispiel die 41-08 im Bahnpark Augsburg und die 41-105 bei den Student Stitching in Netherland. Also, ihr seht schon, unsere Dampflok, die hat jemand ein bisschen zu kämpfen mit der ganzen Steigung. Aber sie schlägt sich wacker. Und ich muss vor allem sagen, der Heizer tut mir gerade ein bisschen leid, weil der ist hier voll am Einheizen. Aber er macht seinen Job einfach richtig gut, weil Kesseldruck verliere ich kaum. Einfach nur die Geschwindigkeit. Um die 50 tun wir uns da plus minus einpendeln. Und so wahnsinnig viel mehr Last, glaube ich, hätte ich da hinten auch wirklich nicht anmachen können. Ansonsten wären wir hier stehen geblieben. Oder halt Doppeltraktion. Doppeltraktion wollte ich einfach wegen dem Doppelsound nicht machen. Stichwort Doppeltraktion. Wenn ihr das machen wollt, entweder direkt hintereinander oder wenn ihr an einer Schublock irgendwo am Ende des Zuges haben wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass die Wagen so ein Transferskript mit dabei haben. Steht so im Handbuch drin, dass dann die Daten von der ersten Lok an die hintere übergeben wird. Fragt mich nicht an, was man das sieht. Sie sagen, das Rollmaterial, was jetzt mit der Lok kommt, das hat das. Am besten holt ihr da einfach Rollmaterial, was ihr sieht von Hersteller wie 3D-Zug und hofft darauf, dass es mit dabei ist. Trial and Error, wenn ihr sowas dann machen wollt. Aber jetzt habt ihr das gehört, dass ihr auf sowas achten müsstet. Ich habe jetzt auch mal die Wikipedia-Seite von der Schwarzwaldbahn angeschaut, auf der wir ja hier unterwegs sind. Und ich wollte vor allem mal den Höhenunterschied wissen, den wir von Singen zwischen Immendingen haben.
Singen ist 428 Meter über dem Meer und Immendingen ist 658 Meter drüber. Und das war der Moment, wo ich rausgefunden habe, man kann die Pfeife ruhig mal länger drücken und der Sound geht entsprechend weiter. War noch good to know. Ansonsten, was gibt es noch Interessantes auf der Streckenparty, die wir gerade fahren? Das war einerseits der Hattinger Tunnel, der durch den Jurakalk getrieben worden ist, und die Donau musste bei Pforen und Neudingen auf einer Länge von 240 Meter verlegt werden, um Platz für die Bahntrasse zu machen. Ist eine Vorstellung, und für 240 Meter verlegen wir da einfach mal die Donau. Ich denke mal, die technischen Besonderheiten von der Schwarzwaldbahn sind noch ganz interessant. Also der Schwarzwaldbahn an sich gilt als erste Gebirgsbahn, welche durch Kehren künstlich verlängert wurde, um die Steigung zu begrenzen. Die maximale Steigung auf der Strecke liegt zwischen 20 und 120 Promille. Andernfalls wäre die Anfox bei der ebenfalls in Schwarzwald gelegenen Strecke in Moog und in den Höhental abzugsweise 20-Radbahnbetrieb unvermeidlich gewesen. Die Bahn überwindet zwischen den Städten Hausach und St. Georgen einen Höhenunterschied von mehr als 564 Metern. Die beiden Orte liegen Luftlinie gerade mal 21 Kilometer auseinander. Die Entfernung auf der Schiene beträgt dagegen 38 Kilometer. Im Gegensatz zu den vielen Tunneln, 37 allein zwischen Hausach und St. Georgen, existiert an der Schwarzer Bahn nur ein großer Viadukt in Hornberg. Die Strecke unterquert auf ihrem Weg von Nord nach Süden zweimal die europäische Hauptwasserscheide. Im 1697 Meter langen Sommerau-Tunnel zwischen Trier und St. Georgen und im 900 Meter langen Hattinger-Tunnel zwischen Immendingen und Engen. Der Glasträger-Tunnel Nummer 3 bei Hornbeck ist 18 Meter und ist damit seit 2020, als der Felstor-Tunnel gesprengt wurde, das kürzeste Tunnelbauwerk im Netz der deutschen Bahn. Zum Betrieb habe ich da noch ein paar interessante Sachen, und zwar seit der Bahnreform von 1994 haben auch die privaten Eisenbahngesellschaften Zugang zur Schwarzwaldbahn. Seit 1998 verkehren Züge der Otenach S-Bahn GmbH auf der Strecke Offenburg-Hornberg, betrieben von der SWIG. Und seit dem 10. Dezember 2006 verkehren auf der Strecke die Baureihe 146-2 und inklusive Doppelstockwagen der vierten Generation mit 55 cm Mitteleinstiegen. Und das Besondere, seitdem wir im Einsatz sind, ist das Fahrgast Aufkommen. Ich habe es gehört, Halterwagen. Fahrgastaufkommen um 30% gestiegen. Und das, was jetzt gleich passiert, da könnte ich den Fahrgastleiter dafür würdigen. Ich habe nämlich Angst, ich komme da gleich nicht mehr weiter.
Und Gott sei Dank ging das Signal wieder auf Fahrt. Ich hatte wirklich Angst, dass ich hier komplett zum Stehen komme und dann hier bei dieser Steigung anfahren muss. Wäre garantiert auch die Challenge gewesen. Aber Gott sei Dank, wir können jetzt weiterfahren. Wir haben jetzt noch eine letzte Steigung zu überwinden. Und dann geht es eigentlich nur noch bergab bis Immendingen. Ist jetzt nicht extrem. Aber das Schlimmste haben wir damit hinter uns. Nein, nein, nein. Einfach unser Dampflok hier ausbremsen, den schweren Güterzug. Oder für die alten Zimmerfahrsignale. Wunderschön. In diesem letzten Abschnitt werde ich euch erstmal der Dampfromantik überlassen mit der Fahrt runter und dem Anhalten. Ich wünsche euch da viel Spaß, aber ich wäre noch froh, wenn ihr vielleicht in die Kommentare reinschreibt, ob ihr gern mehr so Dampfabenteuer haben wollt und dass ich versuche, die auch wirklich auf realistisch zu fahren. Nicht im simplen Modus, und wenn ihr da Vorschläge habt, mit welcher Lok ich das machen soll und was ich wo fahren sollte, lasst es mal rein. Ich nehme es auf meine To-Do-Liste auf und ich versuche es zu machen, mehr oder weniger. Bis dahin, kommt jetzt gut an nach da unten und habt eine schöne Fahrt.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.